Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einer weiteren Folge One Piece Pirate Warriors 4. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und wie immer, Freunde, vielen Dank für euer Feedback, für euren Support auf die letzten Folgen. Ihr seht, wir starten jetzt mit Ace durch und ihr könnt auf jeden Fall in die Videobeschreibung mal gucken, mir auf Instagram folgen, mein Partner Instant Gaming abchecken für das Gewinnspiel, was da läuft, wo ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen könnt oder wenn ihr allgemein günstig Games, Guthaben, PlayStation Plus, Xbox Live braucht. Werft da mal einen Blick rein. Und Freunde, die Frage der Folge, wir hatten ja schon, was sind eure Top-Animes? Jetzt die Frage, welche Animes wollt ihr unbedingt noch gesehen haben? Was steht auf eurer Liste? Was wollt ihr noch bald anfangen? Oder endlich anfangen? Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Und ja, wir starten durch.一緒に親戚へ帰るんだろ。親父、お前らと俺はここで別れる。ゼトラ時代の残党だ。新時代に俺の乗り込む船はねえ。行けやろうの。やだ、親父。船長命令だ。行くんだよ。 Gut, Freunde, gehen wir jetzt mal den Ace, den Leuten hier auf die Schnauze, Alter. Mal schauen, wie geil. Oh, okay, alles klar, er ist geil. Geil. Das ist schon mal eine geile Kombo gewesen. Zack, gleich nochmal. So. Yo, Alter, im Feuerstrudel. Zack, was hat er da? Alter, geil. Okay, ist direkt ein geiler Unterschied zwischen ihm und Crocodile. Für die Leute verdreschen macht das hier direkt schon mal mehr Bock. So, ganz kurz mal die Kiste hier mitnehmen. Zwischenzeit muss sein. Wer ist denn jetzt mein Gegner? Achso, Kusan. Okay. Luft-Eisbauen. Ja, alles klar. Ja, ja, ja. Ja, gut. Erstmal kriegt er natürlich auf die Schnauze hier. Zack, zack. Geil. Okay, der hat geile Kombos im Start. Das gefällt mir. Das gefällt mir schon mal sehr gut. So, jetzt. Ja, special, special. Geht voll gegen die Wand, wa? Jo, alles klar. Oh, obwohl, ich glaube, ich habe getroffen. Kamera macht wieder nicht mit hier. Zack. Alter, Junge, du musst doch wegschmelzen. Was ist hier los? Was hält er wieder aus hier? Ich prügel dich durch die ganze Gegend, Alter. So, ja, Freunde, die Fragen der Folge, ne? Was steht noch auf eurer Liste? Ich würde natürlich gerne erstmal, die Frage habe ich, glaube ich, vor 2 Folgen oder so gestellt, was so meine Lieblingsanimes sind, die ich bisher gesehen habe. Natürlich One Piece, Naruto, Dragon Ball, ist klar, Hunter x Hunter, Seven Deadly Sins, My Hero, Full Metal Alchemist Brotherhood habe ich dieses Jahr zu Ende geschaut, ist für mich auch eine 10 von 10, auf jeden Fall. Was sehr wenig erwähnt wird, was ich auch gar nicht verstehen kann, holt es auf jeden Fall nach, Freunde. Kleiner Tipp von mir. Afro Samurai, das sollte man meiner Meinung nach auch gesehen haben. Richtig geile Animation, geht auch nicht lange. Sind 5 Folgen bei der Hauptserie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann gibt es noch so einen Bonus-Zusatzfilm, glaube ich, war das. Wa? Kann man das als Film bezeichnen? Ja. Auch sehr nice. Helsing auch geil. Also, ja, Death Note natürlich, klar. Also viele Sachen, die bei euch auch auf den Listen waren, sind bei mir auch auf der Liste. Was ich auch ganz gerne geschaut habe damals, allerdings müsste ich das nochmal gucken. Eden of the East, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was von euch, war auch ganz geil. Habe ich aber damals nur die Serie gesehen, die Filme noch nicht. Wie gesagt, ich müsste echt nochmal komplett rewatchen, die Serie und dann die Filme danach, um den Abschluss zu haben. Mal. Ja. Das so. Alter, was hält ihr aus? Seht euch das an, ey. Unfassbar, Mann. Was will ich noch sehen?
Ich will auf jeden Fall noch Black Clover weiter gucken, Hunter x Hunter, My Hero weiter gucken, Seven Deadly Sins natürlich weiter gucken. Ich will neu anfangen, irgendwann mal. Haikyuu steht auf der Liste, Food Wars steht auf der Liste, Tokyo Ghoul habe ich noch nicht gesehen, Psycho Pass habe ich noch nicht gesehen, Demon Slayer nicht, Steins Gate. Food Wars habe ich schon erwähnt. Castlevania würde ich gerne mal reinschauen, ob das geil ist. Auf Netflix soll ja ganz gut sein, gibt ja schon jetzt die dritte Staffel. Steht noch auf der Liste. Dr. Stone würde ich gerne mal reinschauen. Was gibt's noch, Alter? Boah, so viel, Alter. So viel auf der Liste. Keine Ahnung, Mann, wann ich das alles gucken soll. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gehst du mal jetzt drauf, Alter? Naja, ich muss ja jetzt nicht die komplette Liste abhaken, weil es sind so viele Sachen, die potenziell interessant sind. Gehst du mal jetzt drauf, Alter? Hat er jetzt mal langsam genug? Ja, jetzt. So, jetzt machen wir direkt die Eisbrocken hier kaputt. Nice. Was ist denn noch auf der Liste? Was geil, was auf jeden Fall erwähnt werden muss bei mir. Boah. Sind ja schon einige gewesen, ne? So. Zack. エース解放して即退散とは。だが死ぬ気の集まりじゃのう。白ひげ海賊だ。戦場が戦場。それも仕方ねえか。白ひげは所詮戦の時代の敗北者じゃけ。エース。敗北者。取り消せよ。今の言葉。 Okay, Akaino, wo bist denn du? Hä? Wo bist du? Ach, da vorne. Ja, alles klar. Ich komme. Let's go. Erstmal den Marine-Kommandanten. So, wo ist er jetzt? Ah, da ist er. Feuer gegen Magma. Jinbei ist auch am Start. Nice, nice, nice. Bam, Alter. Zieh dir mal die Feuerpistole rein. Nice, oder? Also, Ace hat auf jeden Fall direkt wieder richtig geile Angriffe hier. Das macht richtig Laune mit dem. So, aufpumpen. Dann geht's nämlich richtig ab, Alter. Super Saiyajin-Modus. Vielleicht im Laufe des Spiels kann man vielleicht. Ich weiß nicht, kann man irgendwie. Obwohl, das wird ja nicht sein, weil es ging gerade so durch den Kopf. Super Saiyajin-Modus. Man könnte ja vielleicht Teufelsfrucht Erwacht-Modus machen, aber das ist ja eigentlich. Ist ja eh automatisch eingesetzt. Entweder hast du die erwacht oder halt nicht. Ja. Naja, kam mir nur so der Gedanke, ob das vielleicht spielerisch hier Sinn macht. Irgendwie, dass man vielleicht dann in so ein neues Power-Level geht und dann neue Attacken hat, weißt du? Mal gucken. Ich bin mal sehr gespannt, was da noch so kommt im Laufe des Spiels. Nach dem Timeskip vor allen Dingen. Jetzt gehen wir drauf. Dankeschön. ゴミ山の大将にゃあつらえむ気じゃろうが。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ゴギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火。 私は火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに滞在だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。 おい、待て、ルフィ！え？
ごめんな、ルフィ。エース、急いで手当て。ちゃんと助けてもらえなくてよ。すまなかった。何言ってんだ、バカなこと言うな。誰か手当てしてくれ。エースを助けてくれ。無駄だ。自分の命の終わりくらいわかる。もう持たねえ。だから。ルフィ、何言ってんだ。エース死ぬのか。約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう大声も出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前、後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を。愛してくれてありがとう。ルフィ君、気をしっかり持て。おい、あそこにいるのは誰だ。ズハハハハハ、久しいな。死に目に会えそうでよかったぜ、親父。黒ひげ海賊団。てめえだけは息子とは呼べねえな、ティーチ。俺の船のたった一つの鉄のルールを破り、バカの命を取って俺がけじめをつける。望むところだ。やってみやがれ。次から次へと。じゃがルフィ君を巻き込むわけにはいかん。麦わらをこっちへ預けろ。お前さん何者じゃ。麦わら屋とは
いずれは敵だが悪縁も縁。こんなところで死なれてもつまらねえ。そいつをここから逃がす。一旦俺に預けろ。まだルフィ君の意識が戻らん。担いでそっちへ連れて行く。すぐ。それでいい。任せておけ。Okay, Freunde, so, jetzt war die Wahl zwischen Jinbei und Crocodile. Und Crocodile hatten wir ja schon, deswegen nehmen wir natürlich jetzt den Fisch-Karate-Meister Jinbei. Alter, okay, der, okay, der haut ganz geil rein, Ich denke mal, Jinbei können wir auch später nochmal einsetzen, bestimmt, Whole Cake. Deswegen habe ich erstmal seine Kombos noch ein bisschen verbessert. Und allgemein natürlich immer wieder ein bisschen auflevelt, ne? Die Gesamtstatistiken für alle. So, Marinesoldaten besiegen. Können wir machen. So, Fähigkeit. Zack. Nächste ausprobieren. Oh, er surft einfach in die Gegnermassen rein. Ich muss auch mal sagen, Alter, Buggy, wo ich den gerade sehe. Ey, ich hatte immer ein Herz für Buggy, war. Ich fand die so lustig am Anfang. War einfach auch cool, irgendwie, ich weiß nicht. Wie, wo sollen wir lang, Alter? Wir müssen doch wahrscheinlich erstmal. Dingens helfen, Alter. Buggy, oder nicht? Buggy schafft es doch nicht alleine, Alter! Buggy schafft es auf jeden Fall nicht alleine, Alter. Nice, auf jeden Fall geil, Alter. Jinbei geht gut ab. Geht gut ab, ey. Ja, zieht euch das mal rein hier. Zack. Ein paar Kombos hier. Zack, 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 Junge. Was ist da mir an der Arschbacke am Kleben, Alter? Geh mal weg jetzt hier. Zack, guck mal hier, da wirst du einfach durch die Gegend geschleudert. Es geht so schnell, da kriegst du nicht mal irgendwas mit, ey. Hilf Buggy. So, Buggy, wo ist denn Kizaru jetzt? Hast ihn platt gemacht, ja? Super. Wie sein Körper da unten, das ist ja nice, Alter. Oh Mann, Alter. Der nervt aber auch, wa? Akainu, du kleiner Lappen, ja. Hast du gesehen, wie Whitebeard dich platt gemacht hat, trotz dessen, dass er verletzt ist, alt ist? Krass, was er auf die Schnauze bekommt, du kleiner Lappen. Ja, Akainu, was sagst du denn jetzt? Hä? Hat dir das geschmeckt, Bruder? So, schnell Buggy wieder beschützen. Der kriegt doch nichts alleine hin, ne? Aber gut, immerhin trägt er ihn, ja? まだ生きてんのかよ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように。いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。決意を立てと、あいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か、すべてを背負って世界に挑む者が現れる。興味はねえが。 あの宝を見つけた時世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。ワンピースは実在する。さらばだ、 息子たち。 死んでやがる。立ったまんま。 白ひげ海賊団船長、大海賊エドワード・ニューゲート、通称白ひげ。マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。 見せてやるよ。最高のショー。
闇の引力、全てを破壊する自信の力、俺こそが最強だ。この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。 Oh, Blackbeard, das Arschloch, Alter. Wer hat ihn nicht gehasst in dem Moment, oder? Jetzt mal ernsthaft. Das hat Oda so gut geschrieben, auch alles war, muss man auch einfach mal sagen. Jetzt alles so geil geschrieben, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt und so. So viele geile Charaktere, die gerade aufeinander getroffen sind. Alter, der hält aus. Junge, hält der aus. Komm mal her jetzt hier, Junge. Hör mal auf abzuhauen die ganze Zeit, du Lappen. So, das müsste treffen eigentlich, glaube ich. Ja. Und? Hat's gereicht? Jawohl.海兵は海軍にはいらん。言いたいことを言わない。よくやった若い海兵。前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くこの世界の運命を大きく変えた。なんで ここに四皇が赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。バギー、そいつをルフィに。ん？麦わら？前にあげたい宝の地図があるんだ。本当か。おい待ってろ、届ける。 まだ暴れ足りねえやつがいるのなら来い。俺たちが相手をしてやる。どうだティーチ。いや黒ひげ。やめとこう、まだ時期が早い。全員この場は 俺の顔を立ててもらおう。戦争は終わりだ。
後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いは、シャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた。瀕死の重傷を負ったルフィはハンコックにかくまわれ一命を取り留める。だがエースを救えなかったことで自責の念に苛まれ自暴自棄に陥っていた。何が海賊王だ、俺は弱い、何一つ守れねえ。見かねたジンベイは力ずくでルフィを諭す。ルフィ、失ったものばかり数えるな、ないものはない、確認せえ、お前にまだ残っているものは何じゃ。仲間がいるよ。大切な仲間の存在を再確認したルフィは集合場所であるシャボンディ諸島に向かおうとする。そこへ妙ヶ島に訪れたレイリーと遭遇。彼の言葉を受けルフィは自分たちの身に起きたことを改めて振り返る。私から提案がある。乗るかそるかはもちろん君が決めろ。しばし後レイリーの提案を承諾したルフィはシャボンディ諸島へ向かわず、ジンベイと共にとある行動を決行する。麦わらのルフィが生きていた？また海軍本部に乗り込んだんだって？一体何が目的でこんなことを？ああ、そうか、分かったぞ。了解。そうか、ルフィ。分かった、分かったぞルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。世界各地に飛ばされていた仲間たちはルフィのメッセージを受け取り、各々力をつけた後再集結することを心に誓った。2年後にシャボンディ諸島へ。Okay, Freunde, das war's. Das war's jetzt erstmal für diese Folge. Ja, war schon krass, wa? Ging auf jeden Fall wieder unter die Haut, die eine oder andere Szene. Eintritt in die neue Welt-Arc haben wir beim nächsten Mal. Wieder vereint die Strohhut-Piraten. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Ich danke erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie immer, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Werft einen Blick in die Videobeschreibung und Glocke aktivieren auf jeden Fall. Ganz wichtig, Freunde. Wir hören uns. Schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Animes noch auf eurer Liste sind. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.